Moin Leute, willkommen zurück bei Terraria. Ja, ich habe beim letzten Mal doch glatt vergessen, meine Welt hier in die Beschreibung zu packen. Und deswegen mache ich jetzt nochmal ein ganz kurzes Video. Hier, diesmal befindet sich auf jeden Fall in der Videobeschreibung der Link zu der Welt hier. Ihr könnt sie euch dann downloaden und könnt noch ein bisschen zocken. Und ja, damit es nicht allzu langweilig wird, würde ich mal sagen, wir könnten noch einmal hier die Frost Legion beschwören. Und die wird uns jetzt einfach mal angreifen. Und gegen die haben wir bisher noch nicht gekämpft. Und schaut mal hier, da kommen sie gleich, die kranken Viecher. Und greifen Grantshausen an. Grantshausen muss natürlich verteidigt werden. Und oh, wir müssen erstmal hier den Gangster killen, den Snowman-Gangster. Mit seinen Schusswaffen. Ey, kranke Scheiße. Der eine will hier original einen Schneeball nach uns werfen. Das geht ja mal gar nicht. Also, so nicht, Freundchen. Oha, Leute. Schaut mal da unten, wie viele da unten sind. Da sollten wir uns mal gleich hinbegeben. Und ich kann mir mal eben schnell hier noch ein paar Tränke reinballern. Warum eigentlich nicht? Alter Falter, er hier. Messerstecher-Kombo im Anmarsch. So, wir gehen mal eben hier runter. Denn hier unten sind ziemlich viele... Wow, kranke Schneemänner am Start. Und die sind natürlich alles andere als lustig. Die wollen uns hier in Grantshausen richtig auf die Fresse geben. Aber das kann ich natürlich nicht zulassen, ja. Die armen Dorfbewohner, die verlassen sich ja darauf, dass wir sie schützen. Und wir haben jetzt hier mit unserer mächtigen Waffe natürlich ein ziemlich cooles Werkzeug an die Hand bekommen. Oha, es fängt schon an zu schneien. Die ersten Schneeballwerfer haben hier Schnee verteilt. Also soweit kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen hier. Oha, oha, sie wollen den Typen angreifen. Oh mein Gott, lasst ihn doch. Er hat euch doch nichts getan. Warum tut ihr sowas, ihr Monster? Wow, hier, ey, der mit seiner Gun. Ich bin ein echter Gangster. Kennt ihr das Video? Richtig herrlich. So, ach ja, er hier. Nein, sie haben Eugen getötet. Wieso macht ihr sowas, ihr dreckigen Bastarde? Hier ganz unten in der Wüste scheint auch irgendwo einer zu sein. Auf jeden Fall schmeißt mir hier irgendjemand... nein, nicht der Guide. Sie haben Jake getötet. Oh mein Gott, Leute, wir müssen mal ganz schnell hier in unsere Bude. Denn ich glaube, hier müssen wir ordentlich Leute verteidigen. Nicht, dass sie hier gleich auch noch irgendwie die Mechanikerin und die Dryade killen. Wer soll denn dann für die für den Nachwuchs hier in Grantshausen sorgen, wenn nicht die beiden Ladies? Oh, schau mal hier, das sollte mal eben weg. Scheiß Schneeballwerfer. Nein! Sie haben Nuxtuck oder wie auch immer der heißt, gekillt. Unseren guten alten Goblin-Twinkerer. Aber hier hinten seht ihr schon, Emily ist auch noch safe. Also, die Mädels lassen wir hier scheinbar nicht aus den Augen. Die ganzen Kerle sind schon größtenteils gestorben. Das ist natürlich nicht gerade sehr schön. Oh mein Gott, ihr wollt doch hier nicht... Er hier schießt hier auf unsere Einwohner. Oh Gott, nein! Da haben sie gerade einen Combo-Kill gemacht. Zwei Leute auf einmal gekillt. Unseren alten Mann und die Mechanikerin. Halt, nee, und die Dryade, die Mechanikerin, die alte, steht da ja noch. Und schaut mal den armen Arms-Dealer hier unten an. Der befindet sich auch schon da ganz schön in der Klemme. Wow. Oh, jetzt ist mir wirklich einer wieder rausgerutscht. Okay, wir könnten unten ja gleich mal einen Durchbruch erschaffen. Sodass wir dann hier die blöden Schneemänner auch angreifen können. Keine Sorge, in eurer Welt... Oh Gott, in eurer Welt ist das natürlich dann nicht so. In eurer Welt ist alles noch schön, friedlich, Friede, Freude, Eierkuchen. Keine gewalttätigen Schneemänner, die euch an den Kragen wollen. Aber auch keine... Wow. Aber auch keine Lücken in den Häusern. Also, ihr könnt da ganz beruhigt sein. Ihr bekommt die Welt, wie sie in Part 69, ja, das letzte Mal zu sehen war. Und ja, 69 Parts haben wir gebraucht. Wenn das kein Zeichen ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Denkt mal drüber nach. So, keine Leute hier mehr. Ich höre doch hier noch, dass hier irgendwo Schneemänner sind. Oder sind das jetzt die in der Wüste? Nein, da oben kommt noch einer. So ein alter Messerstecher. Oh mein Gott, nicht, dass er... Nicht, nein, nicht die Mechanikerin. Jetzt ist, glaube ich, nur noch Emily am Leben. Na gut, und der Magier natürlich. Der, chillt ja auch oben in seiner Sternenwarte. Oha. Oha, oha, oha. Jetzt muss ich aufpassen. Na kommt schon. Na kommt doch, wenn ihr euch traut. Hier, Grants hat das Allheilmittel mit seinem Nanrir. Oder wie heißt das nochmal? Gungir, genau. Gungir. Ziemlich starke Waffe, Leute. So, der Armstealer lebt noch immer. Und oh, 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 oh.
Hier hinten sind schon welche. Nicht, dass sie jetzt Emily zu nahe kommen. Die Kleine chillt nämlich da hinten in der Kirche. Und ja, sendet nochmal ein Stoßgebet an die Götter von Gransthausen. So, erstmal den Gangster hier killen mit seiner Capone-Visage. Ja, komm schon. Ach, Herr Jemine, durch diesen ganzen scheiß Schnee, der hier rumliegt, komme ich hier fast gar nicht mehr weiter. Oh, da unten hat sich wieder eine richtige Horde angesammelt, Leute. Alter Falter. Und ja, okay, Moment. Jetzt kann ich mich von oben durchgraben und dann geht es nur noch. Moin, 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 Leute. Oh, shit. Der kann mich treffen. Ich ihn aber noch nicht, weil hier noch die Scheiße im Weg ist. Aber Gungir trifft natürlich, oder Gungir, ich weiß gar nicht genau, wie die Waffe heißt, trifft natürlich mehrere Leute auf einmal. Und das ist hier unser großer Vorteil. Oh, hier der Messerstecher. Die werden natürlich hier mal wieder versuchen, den Gangster zu verteidigen. Aber können sie vergessen, ja? Ich finde immer einen Weg zu den Leuten, die ich töten will, und dann gnade ihnen Gott. Obwohl, ja, auch Gott kann da nicht mehr viel ausrichten, wenn ich erst einmal losgelassen bin. Ich glaube, die sind scheinbar irgendwie zu doof. Ah ja, die sind zu doof, da runterzukommen, aber ich bin zu doof, einfach mal oben zu bleiben. Naja. So, die Fee muss natürlich auch wieder dabei sein, damit wir hier so ein bisschen unseren Gaylord-Faktor drin behalten, ja. Ohne geht ja mal gar nicht. Und jetzt sind sie unten beim Armsdealer inzwischen schon. Oha, oha. Aber scheinbar können sie wirklich nur Leitern hochspringen. Die Schneemänner können keine Leitern runterspringen, so wie es mir scheint. So, na komm schon, sterb doch. Jetzt reicht's mir. Wenn ihr auf mich schießt, dann darf ich auch auf euch schießen. Also so haben wir ja nicht gewettet. Ja, treffen muss gelernt sein. So, der gute alte Messerstecher hier hinten. So, na kommt schon. Ja, zwei Leute hier und der eine will auch noch Schneebälle werfen. Und Amy. Nee, Emily. Vorsicht, Emily hat nur noch 89 Lebenspunkte. Nicht, dass die jetzt hier gleich drauf geht. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wie viele Schneemänner hier noch kommen werden, Leute. Ich habe ehrlich gesagt gegen die Frost Legion noch nie gekämpft bisher. Aber wie heißt es so schön? Der Winter naht. Naja, erstmal wollen wir jetzt, glaube ich, Sommer haben, oder? Leute, wie seht ihr das? Jetzt erstmal schön... Nein, Emily! Sie haben Emily getötet. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich muss mich mit dem Armstealer und dem alten Zauberer jetzt irgendwie vergnügen. Oh Mann, no homo. Aber was will man machen? So, wo sind sie denn? Ich höre hier auf jeden Fall noch welche. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich unten in der Wüste noch ein paar am Abchillern sind. Ich würde sagen, ich nehme mal eben hier ganz kurz den Weg hier runter, den Notausgang. Ja, hier unten chillen noch einige. Wow, was macht ihr denn hier? Leute, Leute, Leute. So haben wir aber nicht gewettet. Hier in der korrumpierten Wüste halten die sich auf. Das ist ein Zeichen, Leute, das ist ein Zeichen. Oh, hier haben sie schon wieder ein neues Dingens hingepackt. Jetzt kann der Messerstecher mich aber immerhin nicht erreichen. So, und die Frost Legion has been defeated. Nichtsdestotrotz sind da, glaube ich, noch ein paar Gesellen oben in Gransthausen. Ich höre hier doch noch was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie ein paar Schneeteils hier liegen lassen. Ihr seht schon, es schneit jetzt hier über Gransthausen. Bricht so langsam aber sicher der Winter hinein. Ja, was will man machen? Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann einen Cut. Ich wollte euch eigentlich nur noch mal eben schnell den Download zur Map geben. 53 Gold, seriously? Oh, ich hatte das Geld, glaube ich, noch im Inventar oder was? Keine Ahnung, keine Ahnung, Leute. Okay, das war es jetzt aber wirklich mit dem Let's Play zu Terraria. Denkt dran, die Welt gibt es jetzt hier unten im, in der Videobeschreibung, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Vielen Dank. Und ja, zu dem möglichen Update, was jetzt demnächst vielleicht rauskommen soll, da kann ich nur sagen, wahrscheinlich werde ich dann noch eine vierte Terraria-Staffel anfangen, aber vielleicht dann mit diesem Magier, wie ich ja mal meinte. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet. Der ein oder andere hat es beim letzten Video schon getan, habe ich gesehen. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Macht's gut.